Wir sind in Paris und dürfen uns anschauen, wie sich Toyota die mobile Zukunft vorstellt. Ja, sie nennen das Ganze Multi-Pathway und ich dachte ja, es wäre so eine Anti-BEV-Veranstaltung. Aber wir sind belehrt worden und ich finde den Ansatz, den Sie hier in dieser Veranstaltung zeigen, sehr interessant. Sie sagen nämlich, in der Zukunft werden wir 6 relevante Systeme haben und davon sind 4 elektrifiziert. Alle Systeme eint, dass sie CO2-neutral sein sollen. Genau. Die elektrischen Systeme, erstmal BEV, ist klar, batterieelektrisch, hat Toyota ja auch, wenn auch noch nicht so viel, wie sich das manche wünschen. Dann haben wir den HEV, ihr angestammtes Gebiet. Dann haben wir den PHEV und dann haben wir die Brennstoffzelle. Genau. Und dann kann man zur Brennstoffzelle hinzu natürlich noch sagen, man kann Wasserstoff auch anstatt mit einer Brennstoffzelle direkt verbrennen in einem Combustion Engine. Jetzt sind wir bei 5 Sachen und dann haben wir noch die E-Fuels. Oder Biofuels. Je nachdem. Und Toyota hat uns hier ganz viel aufgebaut, von dem wir leider gar nicht so viel mitnehmen können. Aber es reicht, um euch das alles mal zu erklären und vielleicht euch so einen kleinen Überblick zu geben, wo stehen wir denn eigentlich? Und zu jedem dieser 6 Antriebskonzepte hat Toyota uns Autos hingestellt. Manche gibt's und manche gibt es nicht. So wie diesen Hilux hier als rein elektrisches Fahrzeug. Für alle Hilux-Fans, das ist ein Prototyp. Vielleicht sehen wir den ja aber irgendwann auch mal in echt. Weiter geht's mit einem Fahrzeug, was ihr schon kaufen könnt. Das ist die aktuelle Generation vom Toyota Mirai, also ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb, wo Wasserstoff benutzt wird, um Strom herzustellen. Du hattest den doch schon mal. Hast du ein Hypermiling damit gemacht? Kein klassisches Hypermiling, aber einen Verbrauchstest. Ihr könnt euch bei Asphaltart ein Video zu dem Auto angucken. Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist die aktuelle Generation LMP. Hier neben mir steht jetzt eine aktuelle Generation Plug-in-Hybrid in Form des Lexus RZ450e. Das ist auch ein Serienfahrzeug, was ihr kaufen könnt. Wir machen mal hier drüben weiter. Den kennt ihr auch. Das ist die aktuelle Generation GR Yaris. Das ist auch quasi das normale Auto. Hier aber gezeigt in einer Version, wo er mit E-Fuels betrieben wird. Hier drüben wird es dann wieder sehr interessant. Hier stehen wir wieder neben einem Prototyp, auch wieder ein Hilux. Hier aber auch mit Brennstoffzelle, also ein Fuel-Cell-Auto, was elektrisch angetrieben wird. Ihr hört im Hintergrund quasi die letzte Kategorie Rennsport-Plug-in-Hybrid. Und dann kommt hier was ganz Neues, ein Hilux, der mit Diesel betrieben wird, aber als Mild-Hybrid mit 48 Volt Bordsystem. Und jetzt könnte man natürlich auch so weit gehen und sagen, okay, in so einen modernen Diesel kann man theoretisch dann auch synthetisierten Diesel reinfüllen und könnte hier dann also auch mit deutlich verringertem CO2-Footprint fahren. Na, ist es euch aufgefallen? Natürlich ist das hier nicht der Plug-in-Hybrid, sondern ein vollelektrisches Fahrzeug. Aber hey, danke für den Kommentar. Dass Toyota das mit BEVs wirklich ernst meint, das zweifeln ja viele an. Ne? Sie haben ja nur eins, das ist nicht gut. Aber wenn man eins seiner ikonischen Fahrzeuge nimmt, nämlich den AE86, und aus dem Levin das EV auch nochmal hervorstreicht, dann macht man nicht nur Spaß. Ne? Dann will man auch vorankommen und den Leuten zeigen, wir wollen schon. Es dauert bei uns bloß ein bisschen länger. Und ich finde, das haben sie hier wirklich sehr schön umgesetzt. Hier übrigens mal die Elektromobilität im ganz Kleinen. Wer Olympia geschaut hat, der kennt die Dinger. Das sind kleine ferngesteuerte Autos von Toyota, wo dann zum Beispiel hier die Speere oder die Kugeln vom Kugelstoßen oder die Diskusse, heißt das glaube ich, zurückgebracht wurden zu den Athleten. Das war sehr süß. Apropos Brennstoffzelle, wie funktioniert das eigentlich? Das hier ist ein Schnittmodell von einem Toyota Mirai. Es geht los hier hinten. Ich fahre an die Tankstelle und tanke Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird dann gespeichert in Wasserstofftanks. Wir haben hier einen in der Mitte des Fahrzeuges, einen hinter der Hinterachse und einen großen Wasserstofftank hier im Mitteltunnel unterhalb der Mittelkonsole. Aus diesen Wasserstofftanks geht der Wasserstoff dann in die Brennstoffzelle. Und in dieser Brennstoffzelle findet eine chemische Reaktion statt und es entstehen einmal elektrischer Strom, ganz einfach gesagt natürlich, und als Abgasabfallprodukt H2O, also reines Wasser. Und mit diesem Strom, der hier erzeugt wird, wird dann ein Elektromotor angetrieben, der hinten auf der Hinterachse sitzt, zumindest hier bei Mirai, und das Auto dann nach vorn antreibt. Das Problem an Wasserstoff ist im Moment aber noch, es gibt nicht überall eine Tankstelle. Eine Nummer kleiner als Tankstelle ist das hier, hat Toyota entwickelt. Ist so ein Klotz, wo mehrere Flaschen drin sind, wo unter Druck stehender Wasserstoff drin ist. Und dann gibt es das Ganze aber noch eine Version kleiner für unterwegs quasi, um in einer Zukunftsvision kleinere Verbraucher zu versorgen. Und dann kann man sich hier einfach so eine Kartusche rausnehmen. 525 Bar, 5 Kilo, also 4,7 Liter Wasserstoff sind hier drin. Und dann kann man die irgendwo in ein Fahrzeug oder in einen Verbraucher reinstecken und hat so wieder Energie quasi
quasi so, als würde man einen Akku wechseln. Das ist hier natürlich noch Zukunftsmusik und noch nicht serienreif, aber die Idee ist ganz interessant. Und ihr habt es gerade an dem Schnittmodell von Mirai gesehen, das Problem an der Brennstoffzellentechnologie im Moment ist noch der Platzbedarf. Die Tanks, die Brennstoffzelle, die Kabel, alles, was man dafür braucht. Und im PKW ist nicht so viel Platz und deshalb sehe ich das hier als deutlich sinnvolleren Anwendungsfall. Das ist ein LKW mit großen Wasserstofftanks und Brennstoffzelle, der also voll elektrisch und lokal emissionsfrei fährt. Der kann dann an die Tankstelle fahren und ich habe einfach nicht das Problem, dass ich für die Insassen Platz auf einer Rückbank freihalten muss, sondern hier brauche ich einfach nur Kraft. Und im Rahmen dieser Sechsfaltigkeit der Antriebe ist Motorsport natürlich wieder der Antreiber, der Technologietreiber. Die Leute, die es für uns entwickeln, damit wir es später auch in unseren Autos fahren können. Und hier sind wir jetzt quasi, wir schauen in die Zukunft. Das ist natürlich voll mein Spezialgebiet, Rennsport. Und im Langstreckenrennen gibt es die Klasse LMP. Ne? Das sind dann diese 24-Stunden-Rennen. Fahrzeuge. Die haben aktuell so eine Leistung um die 700 PS und das versucht man jetzt nachzubilden mit der Mission H24, also quasi H2 und dann die 4 für 24, so eine Mix. Und in dieser Klasse überlegen sie, zwei unterschiedliche Fahrzeugkonzepte zuzulassen. Einmal Fahrzeuge, die wirklich einen Verbrennungsmotor noch haben und Wasserstoff verbrennen. Und die andere Klasse, die dann mit einer Brennstoffzelle fahren. Man geht davon aus, dass wir im nächsten Jahr in Le Mans die ersten Fahrzeuge dieser Gattung schon sehen werden. Nicht im offiziellen Rennen, aber davor gibt es ja auch immer eine Menge Zirkus. Und da werden wohl die ersten Technologieträger dann fahren. Das Ziel ist es, von der Mission 24 bis 2027 so weit zu sein, dass man dann die ersten Rennen wirklich fahren kann. Und dann merken wir, innerhalb von 3 Jahren ist gar nicht mehr so lange hin, dass da eine ganze Menge noch Know-how in die Technologie fließt und in der Regel kommt uns das als Endanwendern dann ja auch zugute. Toyota ist dabei, ein Auto zu entwickeln, was H2, also Wasserstoff, verbrennen wird, also schon noch ein Combustion Engine, während BMW dann in der gleichen Klasse fährt, wahrscheinlich mit einer Brennstoffzelle. An den Rennfahrzeugen vom Yaris zeigt Toyota dann, wie es mit einem Verbrenner weitergehen könnte. Bei dieser Rallye-Version vom GR Yaris ist ein Hybrid im Einsatz, der beim Verbrennungsmotor E-Fuels verbrennt. Eine weitere Version vom Yaris auch im Renntrim bzw. hier auch in einer zivilen Version. Die beiden werden mit reinen E-Fuels ohne Hybrid angetrieben. Allerdings gibt es die Straßenversion noch nicht mit E-Fuels. Und hier jetzt die Version vom Yaris mit reinem Wasserstoffbetrieb. Hier wird Wasserstoff verbrannt, ist der gleiche Dreizylinder. Die Leistung ist genauso wie beim normalen Benzinverbrenner. Und das Besondere ist, bei der Wasserstoffreaktion kommt eben nur Wasser raus und so fahre ich lokal emissionsfrei, wenn der Wasserstoff mit erneuerbaren Energien produziert wurde. Das Coole an diesem Ansatz ist natürlich, dass ich hier weiterhin den Sound und das Feeling vom Verbrenner habe, aber eben kein CO2 produziere. Ja, und das ist dann die Motorsport-Speerspitze, was das Thema Hybrid angeht. Es ist relativ laut hier, hier läuft ein Kompressor, das ist halt wirklich ein richtiges Hypercar. Ein 3,5 Liter V6 Benziner kombiniert mit einem elektrischen Antriebsstrang, das sorgt dann für ungefähr 720 PS und mit diesem Auto fährt Toyota aktuell in der LMP-Klasse bei Le Mans mit. Aber Toyota macht das nicht komplett alleine. Sie arbeiten auf der einen Seite in diversen Konsortien mit und auf der anderen Seite haben sie Partner und ein paar Partner haben sie auch mitgebracht hier. So wie zum Beispiel Kawasaki beim Thema elektrifizierte Motorräder oder elektrische Motorräder, hier die ZE1, 6,8 PS, 99 km/h Topspeed und 79 km Reichweite, ist also wirklich ein Fahrzeug, was gemacht ist für den urbanen Raum. Das ist also eher ein Äquivalent zu einem 125er. Wir sind auch schon 3 unterschiedliche 125er Motorräder auf Elektrobasis gefahren. Das Video könnt ihr euch gerne bei Asphaltart anschauen, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da, wo normalerweise der Tank ist, sitzt bei der ZE1 das Akkupaket, besser gesagt die beiden Akkupakete. Falls ich vor Ort nicht laden kann, kann ich die auch einzeln rausnehmen und in der Dockingstation laden. Pro Akku 11 Kilo. Unter dem Sozius-Sitz gibt es den Ladeanschluss, ist allerdings ein proprietärer Anschluss und Kawasaki plant das so, dass man das Motorrad einfach zu Hause in der Garage an die Steckdose hängt. Vom Elektromotor wird die Kraft dann per Kette ans Hinterrad übertragen und, na klar, ich habe ja hier ein Elektromotorrad ohne eine Schaltung, ich habe auch keinen Schalthebel. Einen Fußbremshebel gibt es natürlich noch, genauso wie die Bremse vorne und, was interessant ist in dieser kleinen Fahrzeugklasse, ich habe vorne und hinten ABS. Rein elektrische Motorräder haben wir schon gesehen, das hier ist was ganz Neues, das ist ein Hybridmotorrad, besteht aus einem 451
55 Kubik großen Zweizylinder-Verbrenner plus Elektromotor und heißt Kawasaki Z7, obwohl sie unter 500 Kubik hat. Kawasaki sagt deshalb Z7, weil sie von der Leistung ungefähr bei einer 700er ist. Wir sprechen hier von um die 70 PS und 227 Kilo fahrfertigem Gewicht. Und auch neu, wir haben hier keinen Kupplungshebel mehr, denn wir haben eine Automatik bzw. ein automatisiertes Schaltgetriebe. Entweder lasse ich das Motorrad selbst schalten oder über diese Wippen hier unten schalte ich hoch und runter. Und dieses Hybrid-Thema dient nicht nur der Effizienz, sondern auch dem Spaß. Ich habe hier einen Boost-Knopf, mit dem ich mir dann alle paar Sekunden, wenn der Akku sich wieder Energie reingeladen hat, zum Beispiel durch Rekuperation, einen Boost geben kann und so ziemlich zügig durchbeschleunigen kann. In den Tank passen hier nur 14 Liter rein, aber durch den geringen Verbrauch von unter 3 Liter habe ich trotzdem eine Reichweite um die 250-300 Kilometer. Und ich kann, wenn ich möchte, auch Strecken rein elektrisch fahren, zum Beispiel in der Stadt, oder sie auch rein elektrisch anlassen, um meine Nachbarn nicht zu nerven. Wer da Bock drauf hat, kann man tatsächlich schon so kaufen. Kawasaki ist der erste Hersteller, der ein Hybridmotorrad in die Serie gebracht hat und kostet, so wie sie hier steht, 13.000 Euro. Und dann haben wir noch einen reinen Prototyp, die Kawasaki H2 SX. Und natürlich fragt man sich jetzt, warum macht man sowas, diesen ganzen Aufwand? Kawasaki sagt, und das finde ich ein sehr interessantes Argument, das sieht zwar jetzt noch ziemlich wurstig aus mit diesen Tanks hier hinten, aber wenn das in 5 bis 10 Jahren in Serie geht und alles viel schlanker ist, ist das eine Möglichkeit, überhaupt noch das Motorradfahren mit einem Verbrenner zu ermöglichen, um diese Emotionalität aufrechtzuerhalten. Und was macht beim Motorradfahren die Emotionalität aus? Na klar, der Klang, die Vibration, vielleicht auch ein bisschen Geruch, irgendwie, dass es nicht so rein elektrisch und rein digital ist, sondern dass da wirklich was passiert, wenn ich am Gas drehe und ich das spüre. Im Moment läuft das Motorrad, weil es ein reiner Prototyp ist, noch mit ungefähr 60 PS, aber das Ziel ist, wenn das irgendwann in die Serie geht, genauso eine Leistung zu haben wie die Kawasaki H2, die die Basis hier bildet, also um die 200 PS. Und natürlich lassen wir sie auch mal an, sehr Besonderes. Danke, dass ich das darf von diesem Prototyp. Achtung! Ja. Klingt halt wie ein ganz normales Motorrad. Hast du den Grill unten gesehen? Nein, noch nicht. Den muss ich mir unbedingt noch angucken. Es geht hier nämlich nicht nur um Mobilität, sondern sie haben auch das Thema Wasserstoff genommen und gezeigt, was kann man denn da sonst noch mitmachen. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und für alle, die sagen, Wasserstoff hat noch gar keine richtige Anwendung und Brennstoffzelle, hier seht ihr mal einen richtig guten Anwendungsfall. Die Sonne scheint. Das ist ein E-Bike, da ist tatsächlich eine Brennstoffzelle drin, wird versorgt von so kleinen Wasserstoff-Cartridges und da ist eine Kühltruhe drin, die Eis kühlt. Ja, nicht sagen, zeigen die Kühltruhe, das glaubt doch keiner. Und das E-Bike versorgt und hier, guckt mal, ah, alles voll mit Eis. Und das ist doch mal ein wirklich sinnvoller Anwendungszweck, der die Menschheit voranbringt. Ja, Grillmeister Eckert. Da ist das Ding. Wir haben hier einen Wasserstoffanschluss. Der Wasserstoff wird hier drin verbrannt. Hier ist also keine Brennstoffzelle drin. Und der Vorteil ist, ich habe eine höhere Flammentemperatur, aber eine geringere Wärmeabstrahlung. Ich kriege die Wärme also gezielter und eine höhere Temperatur ins Grillgut. Und dadurch soll zum Beispiel beim Fleisch auch ein bisschen mehr Fett einfach verschwinden, verbrennen und das dadurch besser werden. Aber was ich sehr interessant finde, bei der Oxidation von Wasserstoff, also der Verbrennung, entsteht als Abfallprodukt H2O, also Wasser. Das bedeutet, hier kommt nicht nur eine Flamme raus, sondern auch permanent ein bisschen Wasserdampf. Und dadurch werden Lebensmittel, die normalerweise auf einem herkömmlichen Grill eher trocken werden, sowas wie Fisch oder Gemüse oder Pilze zum Beispiel, deutlich weniger schnell trocken, weil sie 40% mehr Feuchtigkeit behalten als auf einem normalen Grill. Eckert freut sich voll. Und ich finde das wirklich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das finde ich super interessant. Und natürlich, in einer sauberen Zukunft nervst du auch keinen Nachbarn mehr damit, weil bis zu 75% weniger Rauch entsteht. Natürlich im Gegensatz zu einem Kohlegrill, aber offensichtlich auch im Gegensatz zu einem normalen Gasgrill, weil eben hier nur Wasser als Abfallprodukt rauskommt. Das Ganze ist natürlich noch nicht im freien Verkauf. Das ist ein Experiment. Und hier ist der Wasserstoff drin, würde ich sagen. Wir haben euch vorhin schon gezeigt, diese Container, wo man was rausnehmen kann. Und ich denke, das wäre dann ein Use Case, dass du nicht so ein Riesending haben willst. Aber du als Griller, ich grill ja nicht gern, findest du super, oder? Ja, einfach, weil das so raumschiffmäßig wirkt. Und so sieht das Ganze dann im großen Maßstab aus. Das ist ein mit Wasserstoff betriebener Pizzaofen. Und hier gilt das Gleiche. Die Feuchtigkeit da drin ist höher. Und ganz wichtig, im Gegensatz zu einem Steinofen, der mit Holz befeuert wird, habe ich keinerlei Rauchgeschmack in meiner Pizza und in dem Gut, was da drin gebacken wird, sondern ich habe wirklich den perfekten Geschmack
der Zutaten. Mir läuft schon das Wasser im Mund. Ja, und die Zutaten bleiben frischer, ne? Also gerade Brokkoli auf der Pizza bleibt dann schön knackig und frisch und wird warm. Ja, das zum Thema Antriebe. Es gab hier noch so ein kleines Randthema, das fand ich ganz spannend. Denn während der VW-Konzern zum Beispiel ja nicht müde wird zu betonen, dass sie AI ins Auto integrieren, nämlich ChatGPT, was man fragen kann, wie das Wetter ist oder welche Burg da hinten welche Geschichte hat, geht Toyota dann einen etwas anderen Ansatz? Genau, die stellen sich das nämlich so vor, dass man einen KI-Beifahrer im Auto hat, quasi einen Profi-Rennfahrer, der einem in brenzligen Situationen helfen kann und ins Lenkrad greifen kann. Und der Punkt, der bei mir am meisten hängen geblieben ist, dass Toyota sagt, wir wollen eine KI trainieren, die ein Auto im Grenzbereich beherrschen kann. Also zum Beispiel in Ausweichsituationen oder auf schlechten Untergründen, in all solchen Situationen, wo der normale Fahrer überfordert ist. Es geht also darum, Assistenzsysteme im Prinzip noch besser zu machen. Und Sie haben uns hier ein Beispiel genannt, das fand ich sehr spannend. Sie haben eine KI eine Rennstrecke fahren lassen, ein ganz kleiner Kurs war das nur, und dagegen einen Rallye-Fahrer. Und die KI war gar nicht so weit weg vom Rallye-Fahrer, aber man hat gesehen, dass der Rallye-Fahrer ganz anders fährt als die KI. Ja, viel kantiger, viel härter. Ja. Und da muss die KI halt noch ein bisschen dazulernen, um uns dann später zu schützen. Ich finde Gedanken immer noch nicht ganz geil, dass ich irgendwie so einer Computer-Möchte-Gern-Intelligenz es überlasse, mich zu retten. Aber auf der anderen Seite, ich nutze auch Assistenzsysteme ganz gerne. Und wenn die einfach nur noch besser werden, finde ich, ist das ein schöner Weg und auf jeden Fall besser, als ChatGPT im Auto zu integrieren. Ja, das war's, ne? Wollen wir uns verabschieden? Ja, bleibt in Fahrt, euer Eckhardt. Ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne unten. Ich verabschiede mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.